together round the table to break bread with each other, to have a trade with, deal with each other back in the 1950s and to work as sovereign democratic nations together for peace. All of that was absolutely right and high-minded. Sadly, the whole thing has become corrupted. Das größte europäische Referendum findet heute statt. Es wird entschieden, wie es mit der Europäischen Union weitergeht. Sollen die Engländer drin bleiben oder sollen sie rausgehen? Es gibt drei wesentliche Punkte, worüber diskutiert wurde und wo viele Einwände stattgefunden haben. Die 65 Millionen Einwohner wollen es genau wissen und wollen wissen, wie es mit ihrer Zukunft weitergeht. Deshalb wollen sie die unkontrollierte Masseneinwanderung stoppen. Das geht natürlich nur, wenn sie aus der EU rauskommen, da sie jetzt keine Kontrolle über das ganze System haben. Denn aktuell ist es so, jeder, der sagt, er ist Syrer, könnte zum Beispiel bei uns in Deutschland rein. Das ist natürlich fatal. Früher gab es dafür mal einen Pass, doch heutzutage kommt man auch ohne Pass locker durch Europa hinweg. Und genau deswegen gab es auch schon ziemlich schlimme Terroranschläge, wie zum Beispiel in Paris. Damit so etwas nicht mehr passiert, müssen die Grenzen richtig und besser kontrolliert werden. Und England will das mit dem australischen Starpoint-System einführen, um genau solche Terroranschläge vorzubeugen. Das finde ich gut. Ja, neben der Masseneinwanderung gibt es natürlich noch dieses riesige, gigantische, undemokratische und bürokratische Monster namens Europäischer Union, was halt nicht nur die Gesetze einerseits zur Migration und zur Einwanderung regelt, nein, sie regeln auch vieles mehr. Kein Bürger kann von uns entscheiden, was die Europäische Union genau macht. Die Bürger aus 28 Nationen haben keine Mitbestimmung in einer Union von über 500 Millionen Menschen, wenn das nicht schon eine Riesenfrechheit ist. Sie können keine Gesetze verhindern und sie können auch nichts dagegen tun. Wir sind quasi ohne Stimme. Und die restlichen 1000 EU-Politiker können machen, was sie wollen. Zusätzlich natürlich mit Hilfe der Lobby. Daher muss die Souveränität zurückgeholt werden in das Land, wo selbst entschieden und regiert wird. Nur so kann man ein demokratisches Land führen. Das beste Beispiel ist die direkte Demokratie in der Schweiz. Der letzte große Punkt, der natürlich auch für viel Unruhen sorgt, ist natürlich die Wirtschaft. Wir wollen natürlich alle in Europa eine stabile Wirtschaft, doch das ist nur möglich, indem alle aus der Europäischen Union austreten und nur noch Verträge mit Ländern abschließen, mit denen sie handeln wollen und auch faire Verträge abschließen. Das ist aktuell nicht gegeben. Die Wirtschaft ist stabiler, wenn jedes Land Kontrolle über sich selbst hat, da die einzelnen Landeswährungen auf- und abgewertet werden können. Und natürlich die Verträge mit jedem Staat selbstständig ausgehandelt werden können und nicht erst über verschiedene Instanzen und riesige zentrale Gerüste überwacht werden müssen. Und durch dieses Auf- und Abwerten der einzelnen Landeswährungen wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ein einzelnes Land wie Griechenland eine komplette Währung lahmlegt. Daher, liebe Briten, bleibt bitte beim Pfund. Auch ohne EU kann gehandelt werden, daher wird die Wirtschaft nicht drunter leiden. Der Käufer entscheidet immer noch, was gekauft wird und was nicht. Mit der EWR, also der Europäischen Handelsgemeinschaft, ist auch das Handeln ohne Europäische Union möglich. Das beste Beispiel zeigt Norwegen.
Und diese drei Punkte, die ich nun genannt habe, diese drei riesigen Punkte, sollten jeden überzeugen, dass es ohne EU besser ist. Deshalb sage ich, vote leave. I don't think that the European public or commentators understand what the European Commission really is. The Commission is the executive, it is the government of Europe, and it has the sole right to propose legislation. It does so in consultation with 3,000 secret committees, staffed mainly by big business and big capital, and all the legislation is proposed in secret.